Ja, da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, wir haben uns weggeblinzelt. Shortcut. Wir haben einfach mal ein bisschen offscreen diesen kleinen Laufweg gemacht. Und ja, schade eigentlich, weil da habt ihr eine kleine Schreckszene von mir verpasst. Da kamen nämlich ganz fürchterlich viele Noten auf mich zugeflogen auf einmal. Da setzte unverhofft irgendwie so eine Art Jumpscare-Musik ein. Und ja, ich bin leicht zurückgeschreckt. Ja, vor allem, weil, glaube ich, aus dem Thema... uns ist, glaube ich, im Fahrstuhl eingefallen, wieso wir ganz schnell in den Fahrstuhl eingestiegen sind. 5 Minuten vorher. Da waren so ein paar unkillbare Viecher und ja. War jetzt. Hätte auch anders laufen können. Ja, es waren halt auch einfach nur wieder diese. Die man halt nur in der Stasis eben einfrieren konnte und dann mal ein bisschen slowen konnte. Ne? Das wegen Reck. Im Übrigen, guck mal auf meinen Helm. Ich habe 3 Augen jetzt. Das vorhin auch schon, also hat hier nichts sicher geändert. So, dann setz mal hier den Dreh rum ein, bitte. Oh, ob ich das hier machen möchte? Einsatzbereit, okay. Oh, give it to me. Hast du ihn jetzt wenigstens wiederbekommen, oder? Weiß es nicht, nee. Einsatzbereit. Ein paar Mal öfter drücken. Geöffnet. Kann ich das jetzt wiederholen? Nee. Oh, das werden so extra Packs sein hier. Mal sehen, ob es sich lohnt. Wie viel hat das gekostet jetzt? 50 Wolfram, ne? 20? Ne, es war 20. Nö, also für mich nicht. Oh, hier liegen 17 Wolfram rum. Wo? Wie sieht Wolfram hier aus? So eine Röhrchen nebeneinander gesetzt. Kannst du mal in dein Inventar gucken, da siehst du es dann auch. Ich sehe gar nichts hier. Ja, drück mal Tab. Tab? Nö. Ja, oder öffne mal dein Inventar, wie auch immer. Und dann siehst du ja Wolfram rechts in deiner Anzeige. Ja, aber Anzeige. Da lag bei mir nichts rum an Wolfram. Huh, also ich habe mal Wolfram Plus gemacht. Jetzt bin ich wieder bei 33. Ja, dann können wir ja die andere Tür dann im Mittelstation vielleicht noch öffnen. Aber... ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du diese Stange wieder mitnehmen kannst hier. Warte mal. Kann ich das wieder schließen? Geh mal weg von meiner Stange hier. Ich will nichts mit deiner Stange zu tun haben. Ja, deshalb sage ich ja, geh mal weg hier. Nee, will nicht mehr. Na, das ist ja mal richtig scheiße. Ja, da werden wahrscheinlich... da geht nichts mehr. Aber es lohnt sich möglicherweise ja auch, also... ja, na, lass uns mal, du kannst hier jetzt theoretisch eine Stange herstellen. Nee, dafür habe ich... Altmetall, ne? Fehlt. Altmetall habe ich nämlich gar nicht mehr. Wie viel hat das gekostet an Altmetall? Eine Menge. Ja, ich hatte 1000 und jetzt habe ich nur 200. Ja, das müsste aber reichen. 200 muss reichen. Lass uns mal schnell nochmal zur Mittelstation. Die andere Tür? Ja. Und ja, wenn jetzt die Brüder hier wieder angeschissen kommen, ne? Natürlich, wahrscheinlich. Habe ich das Ding jetzt gerufen? Wieso muss ich das jetzt mal rufen? Wir haben es doch hier geparkt. Das ist wahrscheinlich so ein Timer eingestellt oder so. Wenn nichts passiert, dann fahr innerhalb von 10 Minuten oder so wieder sinnlos durch die Gegend rum. Ja. Damit es nach Bewegung aussieht, oder wie hier. Ja, ja. Oh, huch. Aber auch schön so mit Schienengeräusch hier, ne? Ne, wir fahren doch hier an so einer Schiene lang. An so einem. Ja, aber... muss ja nicht unbedingt ein Weltraumzug, muss nicht unbedingt Schienengeräusche erzeugen. Und auch wenn es ein altes, knatziges, rostiges Ding ist? Also wenn es heute schon diese Magnetbahnen gibt und so? Ja, das hatten wir auch schon das Thema vorhin. Wäre es in der Theorie dann auch wieder möglich. Und in der Praxis eigentlich auch. Aber moderne Technik auf so einem interstellaren Raumzug zu verbauen, ist jetzt auch nicht so... dann nimmt man das, was man kriegen kann, was man nicht mal braucht, was man auf der Erde abbaut und baut es dann halt in so einem Weltraumschiff ein. Ja, in so einen alten Dampfer, Gelumpe. Ja, da fehlt hier nur noch so ein Schiff, so ein Dampferrad. So, dann guck doch mal auf deiner Werkbank. War nicht mein Superbot schon wieder da? Ich weiß gar nicht, aber jetzt habe ich was im Auge. Entschuldigt, Leute.
Nennt sich, glaube ich, Augapfel. Ja, quasi. Also eine Torkstange, ein bisschen Wolfram und... Oh, nee. 100. Doch, ich kann meine bauen. Dann bauen wir bitte eine. 20 Wolfram und 100 Leck am Arsch hier. Altmetall. Gut, habe ich. Ach du Scheiße. Nee, war das hier? Das war doch hier. Oh, das kann mir doch jetzt keiner erzählen. Wo war die Scheiße? Meinst du jetzt die Tür oder was? Nee, die Extra-Tür mit Wolf... Nee, oh, die war Sucherbot wartet an der Bank. Schon die Meldung, wenn ich habe meinen kurz vor dir abgesetzt. Okay. Ja, Problem. Stange vorhanden, wir kommen aber nicht zu der Tür und die war nämlich ein Stück weiter drin, glaube ich. War hier gar nicht mehr an der. Okay. Superboard wartet auch. Jetzt ist aber doof, dass wir jetzt mal zurückgefahren sind. Naja, ich habe jetzt immer noch mal eine Stange gebaut, ne? Ja, wenn man sonst keine hat, ne? Was ist das da für ein Objekt? Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Achso, das ist hier so ein... Genau, so eine Remote-Platine. Was für eine Remote? Achso. Ne? Ja, ich schicke mal meinen wieder. Auf die Tour. Mach das. Ich habe das auch gerade schon gemacht. Warte mal. Ich muss das testen. Wie immer die Tür aufmachen. Eigentlich brauche ich nur das ganze Schiff auseinandernehmen oder was? Ein paar Kupferkabel rausreißen. Das ist alles kein Problem. Wo ist denn hier das? Da. Schmelzofen müsste es ja geben hier, ne? Ja, haben wir ja ausgeschaltet schon. Ja, Mensch, jetzt hören wir noch schön das Schienenknarzen. Alles wird gut. Bin ich noch nicht so? Komm hier. Liebe Leute, wir haben ja jetzt nur immerhin schon ungefähr 3 Minuten verbraten, nur damit wir hin und her fahren können, uns eine Kurbel herstellen können. Und wie gesagt, den besten Teil habt ihr halt verpasst. Also, dafür jetzt. Besten Teil? Naja, mit meinem Pseudo-Schock-Moment. Konstruktion und Reparaturen. Hab ich mich gerade erschrocken schon wieder. Also, das wird man jetzt vermutlich nicht sehen, aber... Ich war gerade nicht darauf. Ich dachte, hier kommt schon wieder irgendwas angescheißert. Ach, kommt bestimmt, wenn er so lange der Fahrstuhl hier braucht. Schnell rein. Und schüssen. Ziehst du es auch konsequent durch, da oben rein zu luschern, ne? Ja, vielleicht ist meine Kiste, aber er ist auch ziemlich im Lüftungsschacht. Also. Ich traue dem Ganzen nicht. Wahrscheinlich dann, wenn ich wirklich sage, okay, jetzt ist 50 Mal nichts passiert. Ja. Das ist jetzt beim 60. Mal. So, wir waren drüben, ne? Wir waren drüben, ja. Aber da war noch irgendwie, da konnten wir nochmal runterfahren, glaube ich. What the, was? Wieso? Ja, guck mal, was stimmt hier nicht? Die Gondel ist da drüben? Ja. Wieso? Hm. Warum hatte der andere Form wieder einen Kopf auf? Also, ne? Ja, aber die Gondel müsste ja eigentlich hier sein. Ah. Liebe es. Hier, no smoking. Weil wir ja nicht ein Vakuum haben. Also, an der anderen Seite der Tür. Naja, hier drin wird wahrscheinlich Luft drin sein. Vermute ich einfach mal. So, hier haben wir so einen Lastenaufzug nochmal. Ja, müssen wir ja. Weil hier war ja nichts mehr. Oh, lass mal. Lass mal lasten. Ja. Soll ich wieder ohne dich fahren? Nein. Dann kriegst du ein paar auf den Kopf. Könnt's, also die 5 cm könntest du hier auch springen, ne? Aber will er nicht. Ja, er könnte umknicken, sich Knöchel brechen oder so. Ich seh was. Du auch, ja? Ich hol's mal. Nicht. Oh, schön geholt. So. Das gefällt mir schon wieder nicht. Da oben ist das letzte. Definiere da oben. Ach, da oben. Darfst du dich auch holen? Ich geb dir Deckung. Ich meine, ich nehme dich als Deckung. Ja. Jetzt haben wir das Ortungsmodul. Ah. Wir dürfen schon wieder zur Bank. War hier eine Bank? Nee, ne? Dürfen wir jetzt echt wieder zurück? Ja, das war so klar.
Und was spricht ihr noch? Hasse dich. Du ekliges. Wieso? Du müsstest du eigentlich die ganze Zeit auch gegen mich hier, ne? Ja, warte. Nee, das. Oh, das weiß ich. Was härtere Schalterauslösung. Geh du. Fahr schneller. Nee, Bank war hier. Ah ja. Soll ich zusammenbauen? Willst du zusammenbauen? Wir bauen mal beide zusammen. Das ist glaube ich völlig boogie, oder? Jo, herstellen. Boah, schick. Scheint fertig zu sein. Ich guck mal kurz auf den Safe. Ziel hinzugefügt. Ja? Für Details. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Mittelsache und. Ach ja, drücke. Ich lese mal kurz. Das Relais ist fertig, jetzt muss es nur noch in das Navigationssystem der Crozer integriert werden. Sieht aus, als hätte ich in der Nähe des Nasenkonus Zugriff darauf. Was? Was ist jetzt der Nasenkonus? Oh, das Ding hatte ich eigentlich auch schon geöffnet. Na, da die Mittelsache da. Warte mal kurz, noch nicht losfahren. Na, guck. Wie hast du das geöffnet jetzt? Ja, was wohl? Achso, hier mit der Konsole oder was? Nee, mit Telekinese. Ah. Bei blau leuchtend. Okay. Ich fahr da mal. Fahr mal los. Ich glaube, wenn ich das hinkriege. Ah. Ist das jetzt eigentlich noch Bonusmission oder ist das Nö, nö, normaler Fortschritt. Achso. Hier geht's nicht raus. Oh, hab eingesetzt. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Also es ist ziemlich unklug, wenn wir hier noch. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Ah. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Da ist die Tankstation. Hab sie gerade gesehen. Fahr mal. Oh, Sucherbot Rückkehr in 3 Minuten 27. Die Tankstation ist irgendwo da. Kapazitätsupgrade. Bordmodifikationen sind als Inhalte zum Herunterladen. Achso, ja. Hm. Wahrscheinlich könnte man die dadurch noch irgendwie spezialisieren, auf welche Mats man die ansetzen will, weißt du? Ich denke auch, dass wir mehrere vielleicht gegeben haben. Das ist wahrscheinlich ein Bot. Hast du endlich alle Bots losgeschickt? Kommt schon die ersten wieder. Ja. Aber man kann das jetzt sogar nachvollziehen. Jetzt möchte ich aber mal ganz kurz nachgucken, ob es dafür einen Shortcut gibt. Eine Steuerung. Für was? Dass man direkt auf die Bot-Suche, also, ne? Du kannst da über das Inventar und dann mit der Navigation 7 und 9 im Numpad kannst du da ja auswählen, auch auf die Sucherbots rauf. Und da will ich jetzt mal gucken. In der nächsten Pause? Nein, das will ich jetzt wissen. Das tut mir leid, aber das möchte ich ganz gerne jetzt wissen. Nicht wahr? Ja, liebe Zuschauer, das ist so Eulchen in Höchstform. aka Zig-Modus. Aber gut. Wir schauen uns mal das Pausenmenü an. Da, K ist es. Wir könnten ihn natürlich auch ärgern und die Pause aufheben, dann wird der mich auch aus den Einstellungen wieder rausgeworfen. Also merke dir, Ricky, K. Y, okay. Ja. Die Tür ist jetzt wohl offen hier. Komisch, ne? Erst wenn wir die Koordinaten haben. Ja, vorher. Würden wir uns ja wahrscheinlich verirren hier. Ja. Ach, hab ich diesmal die Tür nicht blockiert. Irgendwas links von uns. Höher, höher. Hm. Das ist natürlich schön, an der, wo hier groß Fuel steht, mit irgendwelchen Waffen rumzuschießen. Da ist eine Überwachungskamera, also sowas gibt's ja auch noch, ja, vor allem in der Form. Das ist ja richtig gut. Naja. Also da wo Fuel dran steht, würde ich ungern eigentlich drauf schießen, aber. Wo wollen wir denn hin? Gibt nur eine Richtung. Okay. Ich hab was gesehen. Da kommt er. Ach, aktiv. Wenn ich von Intro her. Ja.
bewachen die sich auch noch. Ey. Au. Oh. Wasser. Hi. Wow. Ist doch gut hier. Oh, schön, dass wir mal auf dich gehen. Finde ich toll. Alles tot? Scheint so. Wo kann sie jetzt her? Von oben oder was? Nee, also hier kam welche raus. Ah, oh, ein Schacht. Den Gang runter, ich weiß es nicht. Ja, ja. Wie hier kam. So. Ich denke mal wieder, wir würfen das mit Telekinese wahrscheinlich wieder irgendwo. Also hier ist auf jeden Fall eine Hauptsteuerung. Oder einfach die Steuerung benutzen. Ja, ich würde ganz gerne erstmal hier lang. Wäre hier. Auch ein Rad. Ich habe ein Rad gefunden. Das Rad erfunden. Ja. Nee, das war eigentlich jemand anderes. Nein. So, ich hab's neu erfunden. 14 okay. Sekunden, dann kommt der Bot wieder. Guck mal, ich nehme. Ich nehme das Rad mal mit, ja? Hä? Guck mal, das Rad steht hier jetzt hier. Nee. Nicht bei dir wahrscheinlich. Hier, guck mal, neben dir. Rechts. Nee. Okay, ich habe das Rad extra mitgenommen hier, also ich kann das mitnehmen. Oh, läuft. Schön, dass wir das gleiche sehen, ne? Ja, ist schon gut. Stasis-Station. Nicht gut. Wo hast du die jetzt gefunden? Da. Achso. Da. Also hier geht's runter. Das irritiert mich sehr. Ich denke mal, wir dürfen beide Seiten. Die Steuerung wird natürlich wieder nicht funktionieren. Sucherbot wartet an der. Okay. Geh mal kurz runter. Was ist die Leiter? Mhm. Aber ich hab das. Oh, hier unten ist was. Ich komme auch. Platine. Schaden und Clip. Schaden und Clip? Ja. So, ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin. Also, B sagt, nee, wir müssen hoch. Wieder nach vorne, oder? Ja, ja, sind wir wieder vorne. Wo wir die ganze Zeit waren. Alles schick. Okay. Die sind wohl wahrscheinlich links und rechts geöffnet. Aber hier den. Oh, den Upgrade-Partie nehme ich. Den kann man nehmen, ne? Ich höre schon wieder so komisch große, laute Biester irgendwie. Ich höre gar nicht. Ne? Alles check. Knarzen von dem Metall, ja, aber. Ja. Meinst du, das ist ein Metallknarz? Wo bist du? Da. Komm, gesprintet. Ganz schnell. Welche Richtung müssen wir raus? Da. Okay. Will ich mal. Immer wieder dasselbe mit dir. Und mit mir. Ich muss dich ja ein bisschen nachscannen, weil das Spiel ja nicht so toll ist. Oh, stand hier. Ja, nehme ich auch. Was für eine Platine war's? Schaden und Feuerrate. Ah ja. Okay, also hier ist jetzt alles. Da geht's nochmal raus. Climb the career ladder to the stars. Oh Mann, ey. Ja, willst du dich hochschlafen oder was? Oder wie? Kraftstoff, die sind nicht breit. Okay, dann müssen wir jetzt wohl an die Kontrollen da. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein Mini-Puzzle oder so. Ja, mit 17.000 Mobs, die uns angreifen. Ja, die Idee habe ich auch. Ich lade gerade mal alles nach. Wird gehalten, warte auf Partner. Achso. Rentner wartet am Schalter, okay. Fortschritt wird gespeichert. Kraftstoffdüse anbringen. Ich lese mal kurz. Ich muss die Kraftstoffdüse per Kinese manuell anschließen. Erledigt. Auftanksequenz abgeschlossen. Oh.
Jetzt bin ich tatsächlich mal leicht zusammengezuckt wieder. War jetzt total überraschend. Das hat tatsächlich gerade, wie gesagt, einmal zusammengezuckt war gerade. Aber auch nur, weil ich irgendwie mit diesem Schrei und der Schnelligkeit nicht gerechnet habe von den Brüdern. Der Schalter befindet sich im Kontrollraum. Na gut, dann komm nochmal hergeschaltet, bitte. Ich schalte mal. Ich komme mal. Vater war. Rentner wartet am Schalter. Ja. Will seine Rente abholen, oder wie? Benzinraub nennt man doch sowas, Huch. Oder? Na. So. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu finden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Ja, wie du auch zurückgehst, schön. Ja. Oh. Isaac, ich habe glaube ich gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast schön. Was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Ja. Danke. Braun und Technik. B. Was? Ich guck mir jetzt erstmal die Details an, wenn hier alles explodiert oder was. Zur Shuttle Bay zurückkehren. So, laufen wir mal. Wir müssen hier irgendwo runter. Ja. Ah, vorzugsweise mit dem Fahrstuhl. Ja.